Unser Schwerpunkt ist Betreuung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Region Bundesland Salzburg und da vor allem im Bereich Wohnen, Arbeit und Freizeit. Im Wohnbereich von Wohngemeinschaften bis hin zum Pflegewohnheim und im Arbeitsbereich von niederschwelliger Quartierarbeit bis hin zu hochwertigem Scannen oder Druckvorstufenarbeiten, aber auch bis normale Industrieverpackung und Industriedesignarbeiten. Und unser Ziel ist eigentlich immer, Arbeit für unsere Zielgruppe zu entwickeln, die ihrem Vermögen entspricht und nicht das Umgekehrte. Nicht die Mitarbeiter passen sich der Arbeit an, sondern unser Anliegen ist, Arbeit so aufzubereiten, dass es unsere Mitarbeiter sehr gut machen können und ihrem Vermögen entspricht. Die Laube Scan Service gibt es jetzt seit 7 Jahren, beginnend aus einer Kooperation mit dem Land Salzburg, wo wir einfach im Bereich der Archivierung von Gewerbeakten wie Bauakten tätig waren und dann jetzt in den letzten Jahren immer verstärkt hat die Laube eine Kooperation mit Canon Österreich. Wir bieten einen Vollservice, die Laube holt die Dokumente, wir regeln, falls gewünscht, die zertifizierte Vernichtung oder auch wieder das Rückordnen, die Laube transportiert auch wieder zurück, sodass der Kunde eigentlich den Akt selber nie in die Hand nehmen muss. Wir scannen letztendlich vom Kleinsegment von einem Aktenordner bis zu Großarchiven, das sind die Hunderttausende oder Millionen Blatt Perspektive gibt. Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht machen. Unsere Spezialität, und das denke ich, zeichnet die Laube aus, wir passen uns den Bedürfnissen des Kunden an und versuchen, die Dienstleistung zu erbringen, die der Kunde braucht und die für uns wiederum Arbeit generiert als Angebot für unsere Mitarbeiter. Die Laube bietet die gesamte Bandbreite an, die auf dem Markt erforderlich ist und vor allem mit der Garantie, dass die Beschlagwortung wie das Scannen in Österreich bei uns passiert und dass wir keinerlei Daten außerhalb von Österreich transferieren und dort Dienstleistungen zukaufen. Wir arbeiten entweder direkt auf unseren Servern, wir bieten aber auch die Dienstleistung den Kunden an, dass wir auf speziellen Wunsch vor Ort beim Kunden arbeiten oder über spezielle Zugänge am Server des Kunden direkt Daten bearbeiten, archivieren. Wir versuchen Lösungen zu finden für die Problematik, die der Kunde hat. Und bis jetzt ist uns am Ende des Tages immer gelungen, neue Lösungen oder Problemlösungen für den Kunden zu entwickeln.